Aqua Expo 2022. Was euch erwartet? Erstmal eine kurze Zusammenfassung. Dieses Video hat sehr viel Zeit gekostet, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar da lässt, wie ihr es findet. Das motiviert mich ja dann auch, weiterzumachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Mit meinem Mann sein Spaßauto sind wir dahin gefahren. Parken hat 4 Euro gekostet. Der Eintritt auch nochmal 10 Euro. Das ist es aber auch wert. Es gibt mehrere Eingänge. In diesem Eingang wird man begrüßt von diesem Aquarium. Das Becken ist so schön. Findest du auch? Da haben viele bekannte Leute drauf geschrieben, die auch da waren. Aber dazu später. Richtig schöne gestaltete Becken, alle vom Zoobox. Ich habe jetzt noch mitgekriegt, dass Leute auch den Zoobox noch nicht kennen. Das ist der liebe Thomas von Zoobox. Für Leute, die gerne wissen wollen, wie ich auch aussehe. Hier ein Bild, ist das erste Mal, dass ich mich traue, hier auf meinem Kanal zu zeigen. Wenn man sich umdreht, steht an der Türseite 4 Aquarien. Alle 4 Jahreszeiten. Ist das nicht der Hammer? Gehen wir erstmal zum Frühling. Da sind Mollys drin. Ich habe keine Mollys. Hast du welche? Fressen ja gut die Algen auch. Fleißig ab Zupfen her. So schöne gestaltete Becken könnt ihr beim Zoobox immer wieder gern sehen. Ich werde mal da auch mal irgendwann noch hinfahren. Habe ich auf jeden Fall vor. Seht ihr die roten Pflanzen, die da auf dem Boden zu sehen ist? Hammer. Herrliches Becken. Würde ich mir auch hinstellen. Schauen wir mal nächstes Becken. Sommer, yeah. Sieht herrlich aus. Haben die auch richtig gut gemacht, finde ich, oder? Ich mag so die bodendicke Pflanzen. Wow, ist das einfach toll. Die Farben, die da überhaupt reingekriegt haben. Genial. Die Pflanze am Baum ist toll, die habe ich auch. Die können richtig gut Becken gestalten, finde ich. Jetzt wäre auch der gute Moment, wo einfach nur genießen. So, Winter. Ein richtig schönes Winterbecken. Ihr bemerkt, dass bei allen 4 ein Baum ist. Bei den anderen war der Baum kaum zu sehen. Jetzt ist er besser zu sehen. Wow, das Becken ist so schön. Guckt euch das mal an, ey. Hammer. Ich mag so diesen natürlichen Look. Von dem Becken habe ich sehr lange aufgenommen. Ich habe gar nicht genug von bekommen. Weil ich bei so vielen Becken viel Zeit mir genommen habe und ist so viel Zeit vergangen, dass ich gar nicht mehr genug Zeit hatte, um alles zu sehen. Dass ich bei dem Rest ziemlich schnell nur noch rübergegangen bin und überflogen habe. Dass ich bei manchen Sachen auch vergessen habe, was dann aufzunehmen. Also manche Lücken habe ich. Wieder sehr ein schönes Becken. Jedes Becken ist einfach unglaublich schön. Ich habe die Zeit richtig genossen. War leider nur zu kurz. Weil ich so spät dran war, habe ich leider nicht die Garnelenzucht gesehen. Die wurden gerade in dem Moment versteigert, wo ich gekommen bin. Auf dem Parkplatz hat man die ganz lauten Lautsprecher gehört, wie die gesteigert haben. So gehört 5 Euro für eine Orange-Rilli. Krass. Die waren nach einer Ersteigerung auch gleich weg. Und deswegen konnte ich da auch nicht mehr hin, weil keine Tiere mehr da waren, sagten die zu mir. Das ist auch schon das nächste Becken. Wunderschön. Ich habe die Zeit genossen. Ich habe gar nicht die Becken gezählt, die der Thomas von Zoobox aufgestellt hat. Dann kommt noch dazu, dass viele Becken noch live gestaltet worden sind. Zu den live gestalteten Becken gehe ich später. Oh, wie süß, eine Quarantina-Garnele. Die habe ich jetzt nicht, nur die Red B-Garnele. Das ist über das nächste Becken. Da sind Black Bees drin, die habe ich auch. Wollen wir mal just for fun einfach nur die Becken zählen. Ihr schreibt, wie viel ihr gezählt habt in den Kommentar. Aber ohne was zum Gewinnen. Einfach nur just for fun. Dazu zählen jetzt wirklich nur die Becken von Zoobox. Sehr schön. Schönes Becken. Dann gehen wir jetzt auch wieder zum nächsten Becken. Einfach nur krass, wie knallerot die das in dem Becken die Pflanzen bekommen haben. Das ist echt nicht so einfach. In den Showbecken hat er auch gar nicht viele Tiere drin. Hier wieder eine süße Garnele. So wie es aussieht, das sind das Red Shrey, Red Fire Garnelen. Ob das noch die Garnelen vom Itzi sind? Mega schön, dieses Rotkontrast. Und wie krass rot die sind, findest du auch? Das finde ich jetzt schon echt krass, mega rot. Aber pass mal auf, das nächste Becken ist noch krasser. Das ist so der Hammer. Da habe ich ganz lange geguckt und geschaut. Mega geil aus, oder? Die haben es drauf, oder? Ich finde es so schön, wenn sich ein Becken spiegelt. Was ich auch so schön finde, wenn sich auf den Pflanzen eine Blase bildet. Und wie das aussieht. Mega hammerhart. Ey, wunderschön. Hier sieht man, wie viel Sauerstoff die Pflanzen produzieren.
Nächstes Becken. Richtig schöne Bodendecke. Die Steine sind super selten. Schön rund, keine scharfen Kanten. Das ist gut für die Tiere, weil die können sich da nicht so schnell verletzen. Mir ist aufgefallen, dass er in den Schaubecken auch kaum Fische hatte. Jetzt nur die Mollys und ein paar Garnelen. Das war's. Finde ich klasse. Nächstes Becken. Der Thomas von Zoobox kauft auch gerade gar keine Tiere hier, obwohl er in seinem Geschäft so viel Tierauswahl hat. Das finde ich jetzt toll von ihm. Der hat sehr viele Showbecken hingestellt, viele Live-Becken-Gestaltungen von bekannten Leuten auch. Dazu aber später. Er bietet hier Holz und Steine an. So nebenan ist noch ganz viel großes Holz auch, was von jemand anderem ist. Wir haben noch drei hammergeile Showbecken vor uns vom Zoobox. Das zeige ich aber später noch. Ich habe beim Zoobox auch noch was gekauft. Das zeige ich später, weil ich auch später erst gekauft habe. Wer mein Instagram-Story gesehen hat, weiß, was ich gekauft habe. Hinten könnt ihr die Showbecken sehen vom Zoobox, was ich noch zeigen möchte. Dieses Holz mag ich. Die haben richtig viel großes Holz für große Becken hier anzubieten. Schwarzes. Krass. Ich finde, das sieht richtig krass aus. Ich glaube, das soll einen Baumbrand darstellen. Da erinnere ich mich da gerade daran. So an unseren großen Waldbrand, der tagelang gebrannt hat. Richtig viel. Große Fläche gebrannt. Wo ein Hubschrauber dann geholfen hat, das Feuer zu löschen. Ich habe das gefilmt, wie der Hubschrauber Wasser dann holt. Wenn ihr das mal sehen wollt, findet das beim Short-Video oder meinem zweiten Account im Instagram. Na, was schätzt ihr? Ist das Aquarium vom Zoobox, Thomas? Nee, ist es nicht. Ist auch gar nicht so sein Stil. Ist ein bisschen ganz anders wie sein Aquarium. Aber es sieht schon cool aus. Nur die Figur würde ich nicht mehr so hinstellen. So, wollen wir mal weiter mal Tiere sehen? Man hat hier mehrere Eingänge. Bei den Eingang hat man den Wilhelm als erstes im Blick. Den Wilhelm kennt man auch viel durch Instagram. Alles ziemlich voll hier. Mit dabei stand da auch die Amano-Zucht von Rheingarnelen. Da seht ihr jetzt auch meinen lieben Mann. Der hat kein Instagram-Profil. Da sind Amano-Larven drin. In drei verschiedenen Tagen aufgeteilt. Voll interessant. Das linke Rohr ist der dritte Tag. Weil die nach drei Tagen immer noch sehr winzig sind und das Wasser so braun ist und die werden total durchgewirbelt, da war keine Möglichkeit, eine Aufnahme zu machen vom dritten Tag. Sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Aber 10 Tage alte Larven, da hat es besser geklappt mit Aufnahmen. Ganz rechts das Rohr ist das 17 Tage alte Larven. Diese Aufnahmen sind mit der Arca-Linse. Der Rheingarnelen hatte meine Aufnahme ja live gesehen mit der Arca-Linse und hat mal nachgefragt, was ich denn da benutze. Er hat uns sehr interessante Sachen erzählt. Für die, die ihn noch nicht kennen von anderen Videos, der züchtet Amanos in großen Mengen und gibt in großen Mengen viel ab. Wie der dazu gekommen ist, ist auch sehr interessant. Er hat der Amano-Zucht studiert, hat auch dadurch ein Labor zur Verfügung gestellt bekommen. Ich stand ganz lange davor und habe gefilmt und aufgenommen. Einfach herrlich dazu zu gucken, hätte ich ganz lange machen können. Seht ihr die Beinchen leicht? Das Futter für die Amano-Larven tut er selber eigen herstellen. Das kann er leider nicht verkaufen, ich habe mal gefragt, weil es voll schnell schlecht ist. So nach 3 Tagen wäre das nicht mehr zu gebrauchen. Seht ihr die Äuglein und die Füße? Oh, wie süß. Durch seine gutes Algenfutter wachsen die richtig schnell. Die sind in dem Alter ja gar nicht mehr durchsichtig, wie ihr sehen könnt. Die sind ja jetzt so orange und so teilweise rot. Er hat uns dann erzählt, wenn sie dann laufen und dann nur noch am Boden sind, dann werden die durchsichtig. Beim Wilhelmstand konnte man dann Amanos kaufen von ihm. In jeder Altersklasse. Für einen guten Preis. Ausgewachsene Amanos waren richtig weiß da. Wie White Pearls, nur in Großformat. Wenn ihr die weiße Amano sehen möchtet, die White Pearl, dann könnt ihr bei YouTube Shortcut gucken. Das Video habe ich zeitnah gepostet mit diesem Video. Die weiße Amano hat so auch weiße Eier. Seht ihr das? Die kann schon ein bisschen laufen. Die läuft ja an der Scheibe entlang. Mal gucken, welchen Tag wir nochmal sind. 17. Ich versuche jetzt nochmal eine gute Qualitätaufnahme hinzukriegen mit Amano-Laufe, die läuft. Weil sie sich so krass schnell bewegt, ist das gar nicht so leicht, die gut zu erwischen. Da habe ich jetzt 2 nebeneinander erwischt, die von meinen Aufnahmen. Verschieden, die entwickelt sind. Jetzt mal die besten Bilder von meinen Aufnahmen. Von den 2 verschiedenen Entwicklungen. Mal nebeneinander, dass man besser vergleichen kann. Also ich finde das sehr interessant zu sehen. Ein Dank an Rheingarnel, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich bin nicht alleine mit meinem Mann durch die Messe gegangen, sondern mit der Mel, die hat auch die Bilder gemacht und mein Mann und der Stefan war auch dabei. Habe mich gefreut, euch persönlich kennenzulernen. Danke für diesen Tag. Das ist Wilhelmstadt. Seine Tiere. Er hatte von beiden Seiten Tiere, aber ich habe mir nur diese Seite geschafft anzugucken. Ziemlich lang, ausführlich. Und da haben wir auch schon einen Mitarbeiter, der gerade ein Beratungssprech ist. Aber wir wollen nur schauen. Was haben wir denn hier Schönes? Wow. Sind die schön. Sogar als Albino, also die hat wirklich rote Augen. Das ist nicht von der Kamera.
Ja, noch mehr. Aber ehrlich zu sein, mag ich gar nicht so die Albinos. Magst du die? Der ist auch ganz hübsch. Ich zeige jetzt auch nur ein paar Tiere. Nur die, die ich auf die schnelle, halbwegs gute Qualität aufgenommen habe. Damit das Video auch nicht zu lang wird. Hier ist ein Albino Longfeinwild. Die haben eine richtig schöne Musterung, finde ich. Das gefällt mir. Natürlich die roten Augen nett, aber die Musterung, die habe ich auch nett. Goldene Neons, die sind hübsch. Die habe ich auch. Was an dieser Welt? Hallo, wer bist du denn? Der ist so süß. Wo er mich gesehen hat, kam der direkt auf mich zu und konnte ganz schöne Nahaufnahmen machen. So wie er was sagen würde, nehme ich mit. Ich habe ja schon ein Pärchen, Electric Blue. Der deutsche Name ist Schmetterlingsbuntbart. So sieht er auch hübsch aus. Die Flosse strahlt voll, so schön blau. Und gelben Kopf. Interessant, also nicht so typisch blau. Der ist ja hübsch, schon richtig strahlend grün. Und leuchtet blau und noch andere Farben, herrlich. Hier komme ich auch nicht aus dem Schwärmen raus. So, Diskusse dürfen natürlich ja auch nicht fehlen. Ein krass Orange. Natürlich dürfen Panzerwelsen auch nicht fehlen. Der sieht cool aus mit seinem Mund. Es gibt schon wirklich schöne Tiere. Der macht hier echt auf einen coolen, oder? Ja. Der ist auch ziemlich groß, also nichts für kleine Becken. Nächstes Tier. Riesenpanzerwelse. Das ist doch was für die Leute, die große Fische haben. Panzerwelse im Becken zu haben, ist sehr gut. Seit ich die in einem Becken habe, muss ich nicht mehr abmüllen. Kann ich wirklich empfehlen, die in ein Becken zu tun. Wenn Wilhelm stand, war auch Garnelen für you. Er hat seine eigene Marke Garnelenfutter auch gemacht. Hat mir spitzwegerische Sticks und Brennnesseln empfohlen. Dazu kommt noch auf jeden Fall was von mir, wie das ankommt bei den Garnelen. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Nebenan war Aqua Grow. Diese Lampe ist richtig gut. Die habe ich schon seit ungefähr 4 Jahren. Die ist immer noch die beste Lampe, die ich habe. Ich habe mal just for fun einfach eine andere Lampe über dieses Becken getan, wo die immer drauf ist und es macht so was für einen Unterschied. Das macht gewaltig was aus. Letztes Mal war er auch auf der Messe. Konnte ich leider nicht mit ihm reden, weil er immer voll mit Leuten war. Deswegen war ich sehr froh, auch ihn persönlich kennenzulernen. Na, was schätzt ihr? Ist das ein Becken vom Zoobox Thomas? Nein, ist es nicht. Aber das Holz finde ich sehr schön. Hier konnte man ein paar Pflanzen kaufen. Wir haben ein bisschen geschaut, was der so hat. Dann gehen wir jetzt mal zum Schaubecken, die uns noch gefehlt habe. Das ist so mega. Das Becken fand mein Mann am besten. Das hat 60 Tiefe. Wie ob er in den Wald reinguckt. Herrlich. Und einfach nur genießen. Nachdem ich den ganz viel Text schon geredet habe, habe ich nachhinein gefunden, wie man Musik jetzt dazu fügen kann, ohne Urheberrechtsprobleme zu bekommen bei YouTube. Deswegen habe ich das nachhinein noch dazugefügt. So ein Wald gestalten hatte er auch schon als gerne mal Lust, mein Mann das zu machen. So hat er sich das auch vorgestellt in der Art. Du hast so voll den tiefen Blick, aber es ist auch wirklich tief. 60 tief ist schon viel. Und es einfach zu genießen, diese Blick, diese Gestaltung, das haben die einfach wunderschön gemacht. Das ist einfach nur so wunderschön, sich das auch anzugucken. Herrlich. Mein Mann so, dann kriegt man auch gerade gleich Lust, mal auch sowas selber zu machen. Und dann bräuchten wir noch ein Becken. Wir haben ja schon genug. Wie sage ich so schön, bei in meinen vielen Becken hat sich so ergeben. Nächstes Becken. Das ist doch mega cool, das Becken. Genießt es. Das ist das letzte Showbecken, ist das nicht schön? Wer hat mitgezählt? Es kommen auch noch jetzt mehrere Becken, die live gestaltet worden sind. Zum Meerwasser kommen wir auch noch. Welche Showbecken fandet ihr am besten? Es sind echt viele tolle Becken, die live gestaltet worden sind. Wir gehen erstmal zum Meerwasser und gucken da. Das ist die Korallenzucht von Markus. Den kenne ich jetzt durch den Itzi, durch seinen YouTube-Kanal. Das ist ein Showbecken. Ich finde Meerwasser so schön anzusehen. Ich finde es einfach krass schön, wie die leuchten. Das ist eigentlich voll mein Ding. Das ist das erste Mal, dass ich online Meerwasser zeigen kann. Ich habe ja noch kein Meerwasser. Aber seit Aquaona und Itzi Meerwasser gezeigt haben, will ich das schon die ganze Zeit gerne auch. Und ich gucke mir die immer gerne an. Das ist so toll. Du fragst dich jetzt bestimmt, warum habe ich dann noch kein Meerwasser? Sieht das nicht herrlich aus? Weil wir jetzt schon einfach zu viele Becken haben und noch eins ist nicht drinne. Nicht wegen Platz, sondern wegen Zeit. Und deswegen genieße ich umso mehr, hier mal jetzt live Meerwasser zu sehen. Ich genieße es auch von anderen, die Meerwasser mir anzuschauen. Leider habe ich von AK die Linse mit den Farbenstärke vergessen mitzunehmen. Dann hätte ich das erst auch nochmal gucken können, wie das ausmacht. Schade. Ich habe den Tag genossen. Und ich will euch damit mitnehmen, es zu genießen. Viel Spaß.
Das war jetzt sein Verkaufsstand. Leider konnte ich nicht mit dem reden und kein Bild machen. Hätte ich mehr Wasser, hätte ich was mitgenommen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wenn man direkt in die zweite Halle durch die Tür reingeht, sieht man sofort das Korallenzucht. Voll mega. Ich will mich auch entschuldigen, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts gepostet habe in Instagram und auch nicht in YouTube, aber das liegt daran, weil ich die ganze Zeit hier an diesem Video dran war. Damit ich das auch fertig als Lamsang schaffe, habe ich dann halt die ganze Zeit darin investiert. Ich hoffe, es gefällt euch sehr, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und Zeit. Wir gehen wieder in die erste Halle. Wir schauen uns die Becken an, die live gestaltet worden waren. Wie die aussehen. Das ist von Stefan Graf. Der hat seinen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Liquid Nature. Der hat dieses Becken live eingerichtet. Das hat er hier sehr schön gemacht. Was ich immer ganz toll finde, ist pflegeleichte Becken. Das ist auf jeden Fall sehr pflegeleicht. Hat einen schönen Weg dahin gemacht. Er hat auch das Video rausgebracht, wie er das gestaltet hat. Er hat ja seinen eigenen Kameramann, den Patsch, der auch seinen eigenen YouTube-Kanal hat, hat das Becken dann gefilmt, wie er das gestaltet hat. Ich finde, das sieht so mega cool aus, wenn sich das spiegelt das Aquarium. Hab mich sehr gefreut über das persönliche Gespräch und über das Bild von uns zusammen. Hinterher fällt einem noch sehr viel ein, was man eigentlich noch mit ihm reden wollte. Es ist mir etwas leichter gefallen, nachdem ich schon vorher mit dem Martin Fischer reden konnte. Ich habe mich sehr tierisch gefreut, um dich persönlich kennenzulernen. Du bist super freundlich und wir haben uns wunderbar unterhalten. Wir schauen uns noch das nächste Becken an. Dabei erzähle ich was. Ich habe mich echt super gefreut, dass der Martin Fischer bis Montagende zu Schluss da war. Wäre das nicht gewesen, hätte ich ihn nicht ansprechen können. Weil ich fast bis zum Schluss gebraucht habe, ihn anzusprechen. Wo es am Ende zuging, habe ich jetzt gesagt, so, jetzt aber. Da war er mit dem Curry Aquarium Group am Reden. Den kannte ich jetzt gar nicht. Und habe jetzt einfach gewartet, bis der fertig mit Reden ist. Er dreht sich um und dann stand ich vor ihm. Das Becken ist sehr schön, deswegen habe ich das viel gefilmt. Ich kenne den jetzt nicht, der das gemacht hat. Auf dem Zettel steht ja der Name von denen, die das gemacht haben. Wer die vielleicht kennt, kann ja unter dem Kommentar schreiben, die Verlinkung. Oder vielleicht sieht es die Person selber ja auch und schreibt ihr was darunter und ich kann es auf jeden Fall dann wieder verlinken in der Beschreibung. Alle anderen, die ich hier nenne, die habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Das sind alles sehr schöne Becken. Was ich noch erzählen wollte mit Martin. Der hat mir auch dann erzählt, dass er sich die ganze Zeit auch nicht getraut hat, den Giro anzusprechen. Das ist voll cool. Also macht schon das Gespräch schon viel lockerer, wenn du weißt, wie ich mich gerade fühle. Das war ein sehr schönes Gespräch. Hab dadurch auch schon gerade viel mehr Mut gekriegt, mich dann noch jemanden anzusprechen. Ja, schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man jahrelang einen in YouTube sieht und dann live. Ich schaue Martin seinen Kanal schon echt ewig lange. Ich schaue gar keinen Fernsehen mehr. Ich schaue nur noch YouTube. Da kann man am besten schauen, worauf man Lust hat. Früher habe ich gern geschaut, weil ich was lerne. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Ich schaue auch einfach mal nur gerne zu, was die Leute so zeigen. Der heißt mit Instagram-Account Tangelo. Hab mich gefreut, dich persönlich zu sehen und kennenzulernen. Viel Spaß beim Genießen diesen Becken. Das ist so schön. Das Becken fand ich wirklich von allen am besten, das coolste. Schreib mal einen Kommentar, welches du am besten fandest. Eins von den Live-Becken und einmal ein Show-Becken. Das ist jetzt nicht das letzte Becken. Viel Spaß beim Genießen. Wir schauen jetzt mal weiter, was es sonst noch in der Messe gibt. Später schauen wir uns die letzten Live-Becken dann an, die gestaltet worden sind. Es sind noch einige. Das ist hier ja die erste Halle. Wir gehen jetzt wieder rüber in die zweite Halle. Neben dem Meerwasser war ein Stand. Keine Ahnung von wem, ich kenne die nicht. Hat man auch nicht erkannt. Gegenüber ist Garnelio. Hab mich tierisch gefreut, Garnelio persönlich zu sehen, mit einem persönliches Gespräch kennenzulernen. Wegen meiner Nervosität habe ich aber auch gar nicht wieder alles mit ihm geredet, was ich eigentlich reden wollte. Ich kaufe hier schon ziemlich lang bei ihm was ein. Der hat ein sehr großes Online-Shop. Das sind, glaube ich, grob geschätzt 40 Aquarium. Ich habe es nicht gezählt. Schauen wir mal genauer rein, aber grob drüber. Krabben. Der hat sehr viel wirbellose Tiere zum Anbieten. Wirklich sehr viele verschiedene Scherax-Arten. Ersten Moment
habe ich gedacht, das ist Florida. Dann habe ich mich gefragt, bleibt es ein kleinbleibender Krebs? Der Krebs wird groß. Sehr interessantes, schönes Tier. Der ist auch hübsch. Ist er nicht süß hier, wie er mit den Garnelen ist? Scherzkrebse haben echt gute Größe. Das sind Florida-Krebse. Eine schöne Krabbe. Muscheln, die sind cool, die habe ich auch in meinem Becken. Da muss man schon aufpassen, was man macht. Das kann man nicht einfach so halten. Der ist ja voll hübsch. Zu den Garnelen. Ich muss jetzt mal grob drüber gehen, weil ich nicht mehr viel Zeit hatte. Bin ich nur noch schnell überflogen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Die haben hier auch viel Eigenfutter hier. Bilderkalender von Luke. Für Terrarium ist auch was da. Wenn man von Garnelio rüberschwenkt, ist da GarnelenTV. Ich schaue schon ewig seinen YouTube-Kanal GarnelenTV. Hab schon öfters bei ihnen Sachen gekauft. Ich habe mich gefreut, mit ihnen persönlich mal reden zu können. Wo ich mit ihnen geredet habe, die abgebaut und hat sich das nicht ergeben, ein Bild zu machen. Er hat was Neues da vorgestellt. Das wurde sogar in den Live-Becken-Gestaltungen benutzt. Das Becken habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Das werde ich aber jetzt nachholen, nachdem ich GarnelenTV gezeigt habe. Ich sag jetzt schon mal, viel Spaß beim Genesen. In dem Raum war noch so ein Stand. Den kenne ich jetzt nicht so, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich habe auch gerade keinen da reden können. Hab mir ein bisschen die Garnelen angeguckt. Den Stand, den ich jetzt noch zeige in dem zweiten Halle, habe ich nur diese Entfernung was aufgenommen. Da sind Goldfische drin, die anders gezüchtet worden sind. Ich mag Goldfische, aber die gefallen mir nicht. Man kann aus der Halle rausgehen, Treppe hoch. Da waren dann ganz viele Kampffische zu sehen. Den fand ich am schönsten, deswegen zeige ich den als mal als erstes. Ich zeige euch aber auch die anderen. Das waren echt viele. Ich will ja unbedingt wieder noch einen neuen Kampffischmann. Der muss aber meine gewisse Vorstellung entsprechen. Da war keiner jetzt davon dabei. Den ich aber auch schon hatte, so muss der auch wieder ungefähr aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Roten Kampffisch. Den hätte ich am liebsten mitgenommen, aber ich wollte ungern Fische kaufen in der Messe. Leider konnte ich die Garnelengalerie nicht mehr angucken, weil ich zu spät war. Da war schon zu. Hatte ich ja schon erwähnt, aber hier ging es halt hoch. Was draußen noch so zu sehen war. Mittackerfische waren auch da. Wenn wir jetzt das Restliche hier draußen angeguckt haben, fehlen nur noch die restlichen Livebecken anzuschauen. Ich will noch die Zeit nutzen, euch was zu erzählen, damit das Video auch nicht zu lang wird. Bye! Nee, es war Spaß. Nachdem ich draußen alles gesehen hatte, hatte ich ein wunderbares Gespräch mit Martin Fischer. Danach habe ich den Thomas von Zoobox gesucht. Ich schaue als überall rum,
nirgendwo gefunden. Wo ist der? Da dachte ich, oh nee, ist schon zu spät. Und plötzlich sagt er was ganz laut direkt hinter mir. Da habe ich mich erschreckt. Dann wollte er an uns vorbei. Dich habe ich gesucht. Wir haben uns wunderbar unterhalten und zusammen gelacht. Ich fand's herrlich. Er ist wirklich sehr lustig. Wir standen dann so vor diesem Becken, wo die bekannten YouTuber alle draufstehen. Der Zoobox, Sascha Heuer, Martins Fische, der Itzi, Liquid Nature, mit Patschi Aquarium, JS Aqua, Aquadicte, Korallenzoo, Natrop. Die stehen alle auf den Aquariumschrank. Hier nochmal ein Becken, was live gestaltet worden war. Aber es kommt noch mehr. Der Thomas von Zoobox hat mich gefragt, ob ich auch draufschreiben möchte. Wirklich? Echt? Ich war ganz baff, dass ich wirklich draufschreiben darf. Ich habe noch nie meinen Instagram-Account eigentlich geschrieben. Ich habe mich super darüber gefreut. Das war für mich schon was Besonderes, da drauf zu schreiben. Ich habe mich so oft konzentriert, auf schön zu schreiben, dass ich gar nicht gemerkt habe, so groß geschrieben habe. Und den unteren Bindestrich nicht vergessen. Die Mels Aquahobby. War schön, mit dir durch die Messe zu gehen. Durfte auch draufschreiben. Der MJ Aquarium Hobby, der mit dabei war, hat auch draufgeschrieben. Das Bild hat mein Mann mit meinem Handy gemacht, damit wir zu dritt auf dem Bild sein können. Die Mel hat dann das Bild noch von Zoobox und uns gemacht. Ich habe mich echt gefreut, den Thomas von Zoobox persönlich kennenzulernen und nicht nur hinter dem YouTube-Bildschirm. Ich habe mich über alle gefreut, die persönlich kennenzulernen. Wir wollten die Sachen noch kaufen, bevor wir fahren, damit das nicht so viel rumschleppen mussten. Bei Zoobox sind wir dann auch fundig geworden und haben diese tolle große Pumpe gesehen. Die ist super leise und deswegen haben wir das Top-Angebot auch mitgenommen. Man hat doch noch dabei bekommen, was ich in der Hand halte. Dann hat der Thomas von Zoobox noch persönlich da drauf geschrieben. Das ist voll mega. Den Karton hebe ich mir auf. Bei einem Messestand habe ich ganz vergessen, ein Bildvideo zu machen. Da war aber nur Verkaufsplatz. Da habe ich aber auch was gekauft. Und die Mail das gleiche. War auch ein Top-Angebot. Der war gegenüber von der Manuszucht. Getrocknete Tupelflix. Dann noch Amanus von Rheingarnelen bei Wilhelm. Das sind noch die Amanus in Verkaufstüte. Hier kommt nochmal dazu Garnelenfutter von Garnelenview. Hier kannst du nochmal alles zusammen sehen. Das ist jetzt das allerletzte Becken, was ich jetzt noch zeigen kann. Dann haben wir alle. Welches Becken fandest du am besten von Thomas Zoobox? Die Showbecken und einmal von die live gestaltet worden sind. Und wer hat mitgezählt, wie viele Becken es sind insgesamt? 16 Showbecken, 15 live gestaltete Becken. Insgesamt 31 Becken. Das muss erstmal jemand nachmachen. Ich fand es ein wunderschöner Tag und habe es riesig genossen und ich hoffe, ich konnte es auch genießen und habe drüber gekriegt, dass es ein wunderschöner Tag ist. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen, die ich weggeschnitten hatte, weil es hochkant aufgenommen hatte und dieses Format passt ja nicht so gut hier hin. Und wegen Zeit, weil ich nicht so viel Zeit machen wollte, hatte ich das weggelassen. Aber ich will jetzt noch was loswerden und deswegen habe ich es jetzt doch noch dazu gefügt. Das wollte ich dann eher dann bei Instagram posten oder bei Short, das hochkant. Aber ich wollte euch noch gern was fragen. Ich wollte euch noch gerne fragen, welches Thema euch jetzt noch interessieren würde, weil ich als nächstes zeige, weil ich habe mehrere Videos gefilmt, nur nicht geschnitten. Also müsst ihr jetzt nochmal Zeit dafür investieren, aber ich weiß noch nicht, welches genau ich jetzt nehmen soll. Und was ihr jetzt dazu sagt, ich sag mal die Themen. Nitritproblem, was tun? Also wenn du gerade hohen Nitrit hast und du willst nicht, dass deine Tiere sterben, was du dann am besten schon machst. Neue Garnelen eingliedern. Da wären meine Amanus jetzt. Wie ich das mache, eingliedern. Ich mache es ein bisschen anders. Ich habe das noch nicht so gesehen, wie ich das mache bei YouTube. Dann meine rote Panzerwelsgeburt. Wie die Eier, was da passiert mit den Schnecken. Und bei der Geburt, wie das Ei schlüpft. Das ist sehr interessant. Tolle Aufnahme habe ich da hingekriegt. Da habe ich interessante Sachen gesehen, was ich sonst noch nie gesehen habe oder gewusst habe. Also sehr interessant. Und die Aufwuchs, wie die wachsen und so. Wie ich zu Aquaristik gekommen bin, wäre dann nochmal ein Thema. Oder die Hawaii-Garnelen, die Babys, die Larven, Kardinalsgarnelen. Ja, also das wäre schon mal ein riesiges Thema. Welches ich jetzt nehme, bin ich mir noch nicht sicher. Ihr könnt ja mal schreiben, welches ihr dann als erstes gerne sehen wollt. Dann würde ich das als erstes anfangen zu schneiden oder zu machen.
Ja. Ach, wie ich die Garnelen eingliedere von einem Becken zum anderen von bei mir. Da mache ich das auch ganz anders. Da hatte ich mir so überlegt, vielleicht würde das euch auch interessieren, wie ich das mache. Lasst mich im Kommentar wissen, es würde mich interessieren, was ihr wollt. Und dann noch zeigen, mich vor der Kamera, würde ich mich versuchen zu trauen. Aber ihr seid echt klasse. In Instagram-Story habt ihr mir auch schon echt Mut gemacht, dass ich mich jetzt eher zeige. Habe ich mich ja schon mal jetzt hier in dem Video mit Bild gezeigt. Aber ich würde dann versuchen, es dann auch mal zu zeigen, mich so gerade in dem Moment ohne Bild und mit meinem Aquarium-Hintergrund habe ich mir dann so gedacht. Aber es wäre cool, wenn ihr mir vielleicht dazu was dazu schreibt und mir... Ihr macht dadurch mir auch Mut. Ich habe da ein bisschen Komplexe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich habe nämlich sehr große Mühe gegeben und habe echt ewig lang dran gebracht, an dem Video zu schneiden, zu machen. Deswegen würde ich mich auch über freundliche Kommentare freuen. Thema Florida habe ich vergessen, da, wie man die hält, wie man Mann erkennt und so weiter. Ihre Häutung und ihre nahen Vorteile. Frau und Mann, unterschiedliches Verhalten, Charakter. Deswegen würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich unterstützt darin. Das freut mich sehr, dass es euch so gut gefallen hat, dass ihr bis zu Ende geschaut habt. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye.